Gott, ihren Herold. Zu hören, was ihr euch zu sagen habt. Die magischen Geräte funktionieren nicht so gut heute. Im schlimmsten Fall macht er es aus und schreit euch an. So, hört! Jene Damen und Recken, ihr Maiden und Knappen, ihr Bauern und Krämer, Mägde und Knechte, Bündel, Pfaffen, Gesinde, Hexen, Trolle, Wichtel, aber auch ihr Vogelfreien, ihr Wandervögel und sonstigen Vögel, die ihr euch eingefunden habt. Zeigt uns, den Rittern von Königstein, auf das Herzlichste gegrüßet! Denn heute, am zweiten Tag nach Himmelfahrt, so ist es Tradition, haben wir für euch wieder die Pforte aufgestoßen, euch zu entführen in längst vergangene Zeiten. Streifet ab, was ihr den Alltag heißet, folget hinein und gestattet uns, mit euch zu feiern und fröhlich zu sein. Es ist das der Moment, das große Spektakel, das Turnier der Württemberger Ritter zu beginnen. Doch zuvor gestattet ihm noch ein Wort des Dankes, dann noch ein Wort der Ehre. Aber zuvor merken auf, das ist der Tag, an dem die Ritter von Württemberg das erste Mal auf diesem Platz gestanden haben, jähren sich heute zum 20. Mal. Jahre haben die Ritter von Württemberg euch und uns begeistert mit ihrem Spektakel, mit ihrem Turnier um Ruhm und Ehre. 20 Jahre haben sie dazu beigetragen, aus dieser Festivität etwas ganz Besonderes zu machen. Und dafür lasst uns die Ritter von Württemberg gemeinsam bejubeln mit einem lauthalsigen, inbrunstigen und dreifachen Hurra! Den Rittern von Württemberg ein dreifaches Hurra! Lauter Hurra! Noch lauter Hurra! Fein! Bleibt in Stimmung, ich brauche eure Stimmen noch. Dass solch ein Turnier ein mühevoll Unterfangen ist ohne Zweifel. Es ist das überhaupt erst möglich, mit einer Vielzahl von helfenden Händen und all jenen, die unser Heuer mit ihrer helfenden Hand zur Hand gegangen sind, wollen wir unseren Dank bekunden und dabei für ihr, wertes Publikum, uns lautstark unterstützen mit einem kräftigen Zum Dank. Er macht es euch einmal vor, wie er es meint. Er ruft den freiwilligen Helferinnen und Helfern und ihr alle ruft Zum Dank. Wollen wir es mal versuchen? Den freiwilligen Helferinnen und Helfern. Zum Dank. Da fehlt ein bisschen Kraft in der Stimme. Ihr müsst eure Rolle etwas weiter aufreißen. Den freiwilligen Helferinnen und Helfern. Zum Dank. Dem Flecken Königstein mit Stadtrechten, seinen Schultheißen und ihren fleißigen Bediensteten. Zum Dank. Den Wachtleuten vom Kalten Born, der Garde der Town und Security, den Feuerwehren zu Königstein, den Rittern vom Roten Kreuze und dem Magier vom Licht und Blitze. Fein. Wir haben noch ein paar Ehrengäste, die wir gerne begrüßen möchten. Wir wechseln jetzt zum Dank in zur Ehre. Der freien fränkischen Pilgerschaft. Erneut.
der freien fränkischen Bürgerschaft. Odins Gefolge. Den Kratzer. Ehre Triome. Den Rettern zu Kronberg. Den Nordnarren. Sippe Torhol. Drachenschlag. Den Hohenstaufern und der Lieblichen aus den Händen der Königsteiner Ritter entsprungenen Burgfräulein von Königstein, Jessica I. So, der Worte nun genug gewechselt. Lassen uns das Turnier beginnen. Und so ist es Tradition, die Überleitung deftig gestalten. Lauschet in Andacht. Ein Furz mit Gewicht ist Scheiße. Ein Turnei ohne die Ritter von Württemberg ist es auch. Daher den Rittern von Württemberg unseren Dank. Zum Dank. Und den Rittern von Württemberg unsere Ehre. Vorher. Er übergibt das Wort an den Herold. Der Ritter von Württemberg. Habe Spaß! Hab Dank! Ihm ist es die Aufgabe zu schauen, dass alle Übungen während des Turniers regelgerecht aufgebaut sind. Und wen wir auch noch brauchen, das ist der Turniermarschall, Herr Joachim von Sevelingen. Wo seid ihr? Ganz vom großen Volk! So zeigt euch! Turniermarschall Joachim von Sevelingen, man sieht seine Erfahrung. Er hat sie im Gesicht geschrieben. Ein grauer Bart zieht seine Falten. Und so ist es. Der Turniermarschall, ein erfahrener Herr, der dafür sorgt, dass Recht und Ordnung bei den Reitern vorhält. Nun, zum guten Schluss, wertes Volk zu Königstein. Und hiermit sei es euch nochmal gefordert, dass ihr euch von euren Achterbahnen erhebt. Denn nun reitet sein die hohen Herren zu Ross, der Württemberger Ritter und Eberhard! Der erste Gruß der hohen Herren zu Ross gilt den Rittern zu Königstein. Seid auf das Ehrenwürdigste begrüßt! Und der zweite Gruß folgt zu Königstein. Der gilt euch! Yeah! Yeah! Oh, ihr seht schon, Eberhard tut sich noch etwas schwer. Dieser Gruß gilt euch, folgt zu Königstein! Hey, 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 Eberhard! Bleibt oben! Ei, wen habt ihr mir denn da gebracht? Eberhard! Das ist Eberhard! Ja, ich komm erst. Wollen wir es noch einmal versuchen, etwas Motivation in den armen Kerl zu bringen? Ihr seht, er ist etwas labil. Und Eberhard! Eberhard! Nenne ich euch einen Altgedienten unter uns, Berthold von Rodau. Sein Ross ist noch jung, aber er hat sich die Sporen verdient im fernen Jerusalem und ist nun unter dem Banner von Württemberg versammelt mit dem nächsten, Siegmund von Ottenburg. Seht, Eberhard winkt euch schon wieder zu. Er hat diesen Stolz, dieses Starke eines Ritters noch nicht erlangt. Vielleicht liegt es auch an den Klamotten, die er trägt. Wir wissen es nicht. Aber er hat sich eben noch nicht alles verdient. Weder Gurt, noch Schwert, noch Wappenrock. Wir werden sehen, ob wir es schaffen, mit euch ihn zum Ritter zu machen. Wir präsentieren euch Eberhard!
letzten Folge. Und lasst mich am Leben, bitte. Naja, das kann ja heiter werden. Was meint ihr? Schafft Eberhard das heute? Eberhard, der hält das schon aus. Ihr müsst euch nicht um jeden kümmern. Was? Aufs Pferd. Er hat den Fehler gemacht. Komm, aufs Pferd. Aufs Pferd. So schlimm ist das nicht, der wird schon wieder. Oh. Steht nicht hier im Weg. Wenn ihr auch im Weg steht, Mann. Eberhard! Falsch rum! Heute zu Königstein, könnt ihr ihm bitte sagen, dass er falsch auf dem Pferd sitzt? Komm mal. Ah, endlich. Eieiei. Und, Heimat! Komm ich noch mal. Wie sieht's denn aus? Haben wir denn... Ach, ihr dürft noch mal, richtig. Der Bodenmann hat sich euch ja in den Weg gestellt. Wenn ihr das zweite Mal trefft, sieht's ganz gut aus bei euch. Ich werde ein Ritter! Ich werde ein Ritter! Oh! Ich werde ein Ritter werden! Was werdet ihr? Ritter werden! Ja, ihr wollt Ritter werden! Wie so viele von euch! Eberhard, der Knappe! So, zeigt euch den Volke! Alle drei! Ich werde ein Ritter werden! Ja! Wir hören hoch zu Horst, bei wem war er denn bitte in Ausbildung? Der ist ja völlig durch. Gut, die nächste Übung. Wir brauchen wieder jemanden Freiwilligen, der lesen kann. Du kannst lesen? Ja, dann komm ich. Na, dann geh mal lieber. Sie von dannen. So. Ja, so, ich mich noch mal. Und ich werde Ritter. Mal sehen. Mal sehen. Strengt euch an. Herr von Falkenstein ist schon am Start, wie mir scheint. Es gilt, die Axt zu greifen, doch im Schilde zu versenken, um dann mit dem Schwert diesen kleinen Apfel zu treffen. Das Schild haben wir getroffen, aber die Axt blieb nicht stecken. Nun der Apfel. Ein kleines Ziel für Armut. Tja, das ging leider daneben. Der nächste Runde, der Herr von Rohrdorf, bitte. So, Herr von Rohrdorf, ein kräftig abgegabe für ihn. Wir versuchen es nochmal für sein Ross. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6. Ja, die Axt steckt. Greift zum Schwert und versucht's am Apfel. Abgehalten. Ein kleines Ziel für wahr. Ja, komm. Hey, mein Pferd ist wirklich noch sehr jung. Eieieiei. Und ab ins Schild damit. Ja. Und, jawohl. Ein kräftiger Schlag. Achtet auf die Fahrerstange. Ihr könnt reiten. Und, jawohl. Super. Ach, Eberhard. Andersrum. Ja, oh Mann. Das ist nicht
Wo haben Sie denn den ausgegraben? Wirklich, echt? Ich glaube, der kommt aus Bayern. Entschuldigt. Eberhard. Habt ihr eine Waffe? Nein? Genau. Das habt ihr schon verstanden. Also, auf geht's. Eber! 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 Und? Jawohl! Ein Schwert für den Herrn. Ah, ja, er hat ein Schwert dabei. Ho. Und sein Pferd ist auch willig. Eber, bleibt im Sattel. Mit eurer Unterstützung, Eber, auf den Apfel! Jawohl! Ja. Jetzt hast du gerade mal zweimal getroffen. Ja, toll. Was hast du dabei? Ein Sack? Was hast du da drin? Was zu trinken? Echt, was zu trinken? Ich hab ziemlich Durst, könntest du mir vielleicht einen kleinen Schluck? Ja? Die Wasserwacht war tatsächlich etwas schneller als du. Boah, hab ich Durst. Oh, yeah. Schnaps? Nein, natürlich nicht. Danke für den kühlen Schluck und du darfst jetzt ziehen. Ja, geht schon. Also, zieh mal raus. Ja. Topfschlagen. Lest noch mal. Topfschlagen. Ah ja, Topfschlagen, weil Köpfe haben wir nicht so viel, aber Töpfe haben wir noch viel. Was bitte? Von dem Schnaps? Er möchte einen ab. Ja. Von dem Schnaps, bitte. Schnaps. 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 Oh Mann. Naja, magst du noch einen Apfel vielleicht mitnehmen? Ja, komm hier, bitte. Ab dann kommt die nächste Übung, ist das Töpfeschlagen. Alles schon gerichtet? Jawohl. Als erstes im Bunde für das Töpfeschlagen meldet sich wer? Der Hohen Herrin A. Unser Lokalmatador Philipp von Falkenstein. Ja, ihr seid bereit. Die Bahn scheint mir auch bereit. Der letzte Topf scheint mir etwas nah am zweiten. Beziehungsweise der zweite etwas weit vom ersten. Oder wie auch immer. Drei der Töpfe sind es mit dem Schwert zu zerschlagen. Dabei soll das Schwert nach hinten geführt werden, sodass die Scherben der Töpfe nicht in die Beine der Rösser fallen. Nun, Herr von Falkenstein. Ihr seid bewaffnet, ihr habt das Schwert gezückt. Sollten die hohen Herren zu Ross den Topf treffen, dann wird ein kleines Pöfelein, ein magisches Pöfelein euch zeigen, dass ihr getroffen ist. Denn es wird ein kleiner Feuerball entstehen dadurch. Ihr seid bereit, der Marschall gibt die Bahn frei und reitet! Und eins! Nein? Ah! Getroffen zwar, aber ich glaube, die Töpfe waren nicht zerschlagen. Nur einer! Einer der Töpfe für Herr von Falkenstein! Als zweites der Herr von Roder. Ja. Wir sind den Schritt, das geht, der sich in die Schranke. Das Schwert gezückt. Reitet. Und? Ah! Und? Nein!
Köpfe, Herr von Rodau. Tut mir leid, vielleicht war der Abend in der Taverne doch etwas zu lang. Nun Herr von Ottenburg. Achtet auf euren starken Arm, Herr von Ottenburg. 1, 2, 3. Der erste nur leicht berührt, nicht zerschlagen. Tja, Eberhard, greift zum Schwerte! Eberhard, an eurem Sattel! Am Sattel, andere Seite! Oh, auf geht's jetzt, ab! Eieiei, mit Sicherheit kommt der Herr aus Bayern, dem muss man ja wirklich alles sagen. Eberhard, reitet! 1, 2 und 2. Haben wir wieder einen Gleichstand. Wir haben wieder einen Gleichstand. Als dies da sei, unser Knapp Eberhard und Sigmund von Ottenburg. Zeigt euch nochmal den Volk in dieser Runde. Eine Ehrenrunde für euch. Wo ihr seid. Ja, wen haben wir denn da noch? Oh, Frau mit Hut, tut ihr gut. Kommt doch, tu mal nach vorne dein schönes Strohhütchen da. Genau. Komm, ich halte. 1, 2, 3. Oh, 31 Kilo. Puh. Also, hier habe ich mein Lossäckchen. So, Moment. Bitteschön. Nochmal. Ringestechen. Ringestechen ist die Übung. Aber Ringe sind natürlich auch Dinge, deshalb stimmt's ja. Ringestechen. Eberhard, diesmal greift zur Lanze. Zur Lanze. Ja? Du weißt das schon. Gut. Also, aber ich glaube trotzdem, Eberhard braucht noch mal so eine kleine Motivation. Wenn ihr mir alle noch mal folgen möget, mit euren Händen nach oben dazu, ist es unheimlich wichtig, dass ihr die Hände aus eurer Tasche legt. Also, es tut's weh. Also, auf geht's. Oh. Im Ritterschlag. Wollt ihr dieses Mal beginnen? Nein. Herr von Falkenstein wird beginnen, denke ich. Wie viele Ringe? Einen? Falkenstein, ich wünsche Ihnen viel Erfolg! Herr von Falkenstein? Wir müssen auch die Ringe auf die Lanze schieben. Also, es sind insgesamt tatsächlich, sehe einen, zwei. Wie viele Ringe seht ihr? Wie viele seht ihr? Einen am Galgen, zwei, drei, gibt es noch einen vierten? Einer wird geschossen, lass mal sehen. Und, ja, der letzte ist im Fluge zu fangen, das wird sehr schwer. Nun, Herr von Falkenstein. Die Bahn ist frei. Den ersten hat er. Ziel genommen, Herr von Falkenstein. Drei der Ringe. Einen habt ihr schon, drei fehlen noch. Und 1, 2. Oh, knapp verfehlt. Also 2, wenn ich richtig gezählt habe. Stimmt das? 2? 2. Habt ihr auch 2 gesehen?
Die Kinder meinen, es waren zwei Herr von Falkenstein. Zwei Ringe. Der Herr von Rohrdorf als nächstes. Herr Marschall gibt die Bahn wieder frei und... Ja, den ersten verfehlt. Etwas Motivation vom Publikum, dem Herr von Rohrdorf. Jetzt ab in die Schranken. Auf geht's. Und, jawohl, und, ah. Aber wenigstens einen der Ringe. Einen der Ringe für Herr von Rohrdorf. Und es folgt Siegmund von Ortenburg. Zusammen, wenn ich es richtig sehe, im Moment in Führung mit unserem knappen Eberhard. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und der Erste, jawohl. Den Ersten hat er schon gestochen. Und auf die nächsten drei. Und eins. So. Ja, was meint ihr, schafft er es? Er muss drei der Ringe sammeln, dann liegt er tatsächlich in Führung. Deshalb, Eber! 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 Eins! Drei der Ringe braucht Ebert! Schafft ihr das? Schafft ihr das? Zwei! Nein! Nein! Somit Sieger in dieser Übung, Philipp von Falkenstein! 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 Wohlgetan, Herr von Falkenstein! Und ich brauche wieder jemand Freiwilliges, vielleicht hier nochmal aus dieser Ecke. Oh mein Gott, du sahst von draußen viel kleiner aus. Lauter? Der Speerwurf! Eine sehr gefährliche Übung, ich weiß. Hey Bart, es ist sehr schwer mit dem Speer umzugehen. Achtet auf eure Ziele! Fokussiert euch auf die Ziele! Ja, schon. Der Speerwurf ist gefährlich, ich weiß. Aber wenn ihr Ritter werden wollt, müsst ihr auch den Speerwurf reiten. Stimmt's? So ist es. Soll ich wirklich reiten? Ja, ist so. Tut mir leid. Beim Speerwurf werden beide Schilde gehalten von Männern am Boden. Ich sehe dort den Herrn McDonald oder wen? Die goldene Raute ist das Ziel und gibt am meisten Punkte. Herr von Falkenstein, seid ihr bereit? Marschall, geht frei! Einen gegriffen. Und jetzt können wir alle gespannt sein auf den Herrn von Falkenstein. Wenn es schaffe ihn. Ja. Getroffen zwar das Schild, aber nicht das goldene Gefiert. Vielleicht beim zweiten Mal. Auch nicht. Ah, ein nicht ganz so starker Wurf für den Herrn. Und nun der Herr von Ort. Nein, verzeiht, der Herr von Rohrdorf. Reitet. Jawohl, Speer schon mal gegriffen. Reitet. Und wirft! Ah! Jawohl! Hoi! Ah! Knapp daneben und nun ist es an euch, Siegmund von Ortenburg. Bisher ist die Messlatte nicht allzu hoch gelegen, aber... Euer Pferd will, wollt ihr auch? Reitet!
Taste gegriffen. Wieder das Schild nur getroffen. Ja! Hey. Ach, das Schild getroffen und der Speer steckt nicht. Hey. Kein Punkt im zweiten Durchgang für den Herrn von Ortenburg. So, Eberhard, wieder mal, wie man so schön sagt, Matchball für euch. Greift zum Speer. Tu dies bewusst, nimm euer Ziel mitten ins Auge und werft so gut und so stark ihr könnt, um das goldene Gefiert zu treffen. Ihr Volk, unterstützt unseren Eberhard noch einmal mit einem kräftigen Eber! 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 Reitet! Applaus für Eberhard! Eins! Nein, nicht den Schmetterling. Nein, ihr seid peinlich. Mann, das ist kein Schmetterling. Das Schild soll das Ziel. Wenn ihr jetzt ins goldene Gefiert trefft, Eberhard, dann kann ich euch sagen, liegt in Führung. Hier! Ah. Beide Speere wurden ins Schild geworfen. Der zweite so stark, dass der Knappe ihn fast nicht ziehen kann. Und nur Eberhard hat es geschafft, in das goldene Gefiert zu werfen. Somit zeigt euch den Volk, Eberhard. Ich werde nachher erstmal noch fragen. Es muss noch ein Gremium darüber entscheiden, ob ihr Ritter werdet oder nicht. Deshalb. Ihr wollt, dass ich Ritter werde, oder? Naja, das ist aber nicht das Gremium, das ich meinte. Naja, dann. Geht nochmal zurück. Und tja, es ist noch eine Disziplin von den Reitern eingefordert, als dies das sei der Tjost, wenn ich es richtig weiß. Und gibt es denn Mannen am Boden, die uns zunächst Waffen, Taten zeigen wollen? Aha, dachte ich mir fast. Ihr dort, Volk, wollt ihr die Mannen am Boden der Lumpenbegeräte kämpfen sehen? So bewaffnet euch! Es folgt nun, wenn ich es richtig weiß, eine Melee. Ein Kampf mit Lanzen am Boden und anschließend mit den schweren Waffen, mit dem Schwert und dem Schild. Ich sehe schon, wie sich einige bereit machen. Und die hohen Herren zu Ross machen sich auch bereit für den darauffolgenden Kiosk, das Lanzenbrechen, aber dazu später. Und erste Mann am Boden! Was nun? Habt ihr Angst? Die große Angst! Oh, ja, 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 ja. Ja. Die geht erst auf, wenn der letzte im Bunde liegt, wie mir scheint. Ja. Wer ist der letzte im Bunde? Unser Schotte Alistair! Alistair McNeil mit der großen Axt! Zeigt euch dem Volke!
Sie stehen alle Gott sei Dank wieder auf. Und keiner muss hier. Ihr dürft es ruhig zeigen. Nochmal, Eberhard! Ja! Jawohl! Und? Hey! Beide Lanzen getroffen! Wohlgetan! Wohlgetan, Eberhard! Ottenburg hat ebenfalls noch einmal eine Lanze in der Hand. Ebenso Eberhard, der Knappe, der sich hier an diesem Platz seine Sporen verdienen möge. So, reitet! Hey! Eberhard hat getroffen, Ottenburg nicht! Ottenburg gibt auf! Ottenburg gibt auf! Eberhard! Was für eine Ehre! Tatsächlich geschafft, Volk! Ja. Was ich für ein Wahnsinn! Ja. Wo ist denn die ehrenwerte Dame? Haben wir tatsächlich einen Sieger, der sich dort Eberhard nennt? Ja! Volk, ihr habt es geschafft! Ja. Eberhard hat es geschafft! Er hat nicht nur das Turnier für sich entschieden, nein, natürlich dadurch auch die Ritterwürde erlangt. Und somit möchte ich nun alle Mannen am Boden bitten, den Platz zu räumen, sodass wir die Siegerehrung und auch die Ernennung des Ritterschlages vollziehen können. Ich werde Ritter. Dazu brauche ich Gideon, wo bist du? Und nun wird dir die Ehre zuteil, dem Eberhard sein Gewand anzuziehen. Ist das cool? Prima. Die Hohen Herren zu Ross begleiten Eberhard. Sie flankieren ihn. Und nun zeigt euch noch einmal in einer großen Runde am Volke und kommt hier zur Mitte zu mir. Des Weiteren bitte ich die Ehrenwerte Dorothea von Bissenhorn, nebst Gefolge den Siegerkranz und die Ehrenzeichen eines Ritters hier nach vorne zu bringen. So, Eberhard, Mann, also ich muss schon sagen, als wir hier begonnen haben, hätte ich Ihnen das nicht zugetraut. Was meint ihr? Hat er gut gemacht? Hat er wirklich gut gemacht? Sein Knappe ist nicht dabei, Eberhard steigt ab. Zunächst wird nun der Ritterschlag vollzogen. Gideon, du darfst nun helfen, ihm das Gewand überzustreifen. Gib mal mir den seinen Wappenrock. Und ihr kniet nieder. Okay. An der Etikette müsst ihr noch ein wenig feilen. Okay. Nehmt so das mal so über den Kopf. Da muss er durch. So, zieh mal hin. Vergesst die Waschi. Na. Zieh. Eberhard, eure Arme, ihr dürft schon ein bisschen mitmachen. Was ist denn das hier? Eberhard. Ja. Gideon, ne? Eberhard macht es nicht. Da kannst du besser für die anziehen als der. Ja. Gott sei Dank muss er das nicht alleine machen. Und da geht's raus. Eberhard, hier ist die Waschi. Er steckt wohl fest. Meint ihr, er könnte sich alleine anziehen? Ich glaub's auch nicht. Aber Gideon ist ja dabei, er schafft das schon. So, wollte ich Ihnen das sagen. Das geht nicht mehr. Das reicht nicht. Nein. Eberhard hätte den Helm ausziehen müssen. Oh, ich sag's ja. Seid ihr euch da wirklich sicher? Ja. Arm ausstrecken, Eberhard. Mach den Helm. Warte mal, Helm auf. Wir müssen den nochmal ausziehen, ganz ausziehen, sonst wird nichts. Ich komm hier gar nicht nach. Oh. Der Eberhard! Und den Kragen. Das ist unser Ritter! Ja. Jetzt aber! Wir probieren es nochmal. Gideon, greif zur Tat! So, genau. Und jetzt ziehst du es hinten runter, Gideon. Genau so, perfekt. Ja,
wenn vielleicht der Herr mit dem dritten Auge etwas zur Seite geht, dass auch das Volk Blick auf diese ehrenwerte Zeremonie haben möge. So sei es denn nun. Moment, ich gebe euch Stimme, der Herr von Zevelingen. Ich gebe euch Stimme. Nun, so schlage ich euch zum Ritter im Namen des heiligen Michaels und des heiligen Georg. Und auch, dass ihr diesen Tag niemals vergessen sollt. Oh. Nun, erhebt euch als Herr. Erhebt euch als Herr. Ja! Und greift nur noch den Siegerkranz, der euch übergeben wird von dem kleinen Gideon, dem Geburtstagskind des heutigen Tages. Eberhard, zeigt euch noch einmal dem Volke. Nein. Ja! Aufs Ross mit euch! Gideon, das hast du prima gemacht. Ich werde mich an dich erinnern, wenn ich mal jemanden brauche, der bei einem Ritterschlag hilft. Einverstanden? Gideon! Und nun hier, hohen Herren zu uns, angeführt von unserem frisch gebackenen Eberhard, zeigt euch noch einmal den Volke! Ihr beweisen müsst, Eberhard, dass nicht nur ihr, sondern auch eure getreuen Mannen dort, eure hohen Herren zu Ross mit euren Rossen gemeinsam durchs Feuer geht. Ihr dürft mir den Sieger. Wie gewonnen, so zu holen. Stopp! So, schützt das Volk mit Kamesen. Könnten Funken überschlagen. Jetzt ein, also habe ich noch Flaschen gefüllt. Erste? Ja, aber der hat schon den Jungen dort im Rucksack noch besser, ich sag's euch. Ab damit! Und ihr sollt nicht trinken, ihr sollt bitte den Feuer mit entzünden. Ein Soldado noch! Auf uns! Oh, starker Turmang, wie mir scheint. Rein damit jetzt! Das Feuer ist bereit! Ihr Herren, hoch zu Ross, seid ihr denn bereit? Eberhard, bist du bereit? Ottenburg, bereit? Rohrdorf, bereit? Marschall! Wir geben das Zeichen für das Feuer! Wenn ihr soweit seid, ich wär's. Rettet! Jawohl! Und? Jawohl! Und zurück! Jawohl! Ja. Am Feuer vorbei! Es geht so mutig! Ein kräftiger Gegner für die Hohen zu uns und ihre Wächter! Nun, Freude zu Königstein, das war das Turnier der Wurzelberger Ritter zu Ehren aller Kinder, die heute Nachmittag hier bei uns waren. Wir ziehen nur noch einmal an euch vorbei. Angeführt von unserem frisch gebackenen Ritter Eberhard. Begrüßt und verabschiedet ihn noch zum letzten Mal an diesem Tage. In einem kräftigen Eberhard! 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 Eberhard!
Publikum, auch wenn es heiß war am heutigen Nachmittag. Ihr habt alles dafür getan, dass es uns Freude bereitet hat. Ich hoffe, es war für euch ebenso eine Freude, hier zu sein. Wenn ihr wollt, heute Abend zum Nachtturnier der Wurzelberger Ritter sehen wir uns wieder. Vergnügt euch noch hier auf der Burg bei Musik.